immer so mürrisch sein? Er verbreitet bei dieser Expedition echt negative Energie. Hier sieht intakt aus. Nach zwei. Ganz okay. Noch einer. Hey, Boss. Glaubst du wirklich, der Plan des Docs funktioniert? Klingt nicht gerade, als würdest du Bestätigung suchen. Nein, ich will wissen, ob du Sehnsucht nach dem Tod hast und uns alle mitnehmen willst. Geht es um Jana? Sie hat ihre Gründe, Jakob. Und die wirst du wohl einfach akzeptieren müssen. Ja, ich hab den Verdacht, es wird nicht lange halten.
Sahedi, ich habe das Lithium. Hervorragend. Her damit, dann mache ich den Luftreiniger fertig. Ich glaube nicht, dass... Hast echt Glück gehabt, alter Mann. Warum kommt sie nicht mit? Wenn wir durchkommen, muss jemand auf den Koffer und mich aufpassen, wenn du nicht da bist. Hör zu, Alter. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. Bitte, wir brauchen dich. Oh Mann, echt jetzt? Sie legt uns rein. Die will sich doch bloß bei uns einschleichen. Sie spioniert für Corrigan. Hast du das aus deiner Glaskugel? Gib's doch zu, Psychopathin. Du weißt, das stimmt. So viel kannst du mir gar nicht abgeben von eurer Beute, Freak. Wir verfolgen ein Signal von der anderen Seite der Anomalie. Wenn wir es finden, verbinden wir uns wieder mit der Flores und holen uns die Nachschubkapseln. Halt Dr. Zahedi am Leben und halt dein blödes Maul. Dann kriegst du schon deinen Anteil. Deal. Scheiße, ich glaub's ja nicht. Ja, ja, ich weiß schon, sie nervt. Aber wenn du sie nochmal anrührst, auch nur einmal, dann überfahre ich dich mit dem verdammten Truck. Diese Bailey, was für eine Type, hä? Schräg drauf. Jakob, du wurdest herbeordert. Weiter musst du nicht mitkommen. Wer soll diesen Scheiß-Truck denn sonst am Laufen halten? Keine Angst, ich kenne mich aus. Du vergisst alles, was ich dir beibringe. Warum gehst du überhaupt auf diese Selbstmordmission? Weil ich glaube, dass es da draußen eine bessere Welt gibt. Pff. Egal, wo wir hingehen, wir werden es überall verkacken. Ja, mit der Einstellung schon. Oh, diese freche Girl. Oh. Okay, wir haben einen Versuch. Mal ganz ehrlich, jeder, der heute mit mir kommt, wird wahrscheinlich sterben. Und Weihnachten sind wir zu Hause. Wieso lande ich immer wieder in so einer Scheiße?
Wir müssen den Luftreiniger flicken. Wozu denn, ha? Der Truck ist im Arsch. Darum kümmern wir uns später. Versiegelt die Tür. Geh da nicht raus. Wartet auf mich. So wird es auf keinen Fall enden. Ach, sagen dir das deine magischen Scheißvisionen? Es sieht verdammt nochmal nicht so aus, als kämen wir hier raus und... Was? Nein, ist schon gut. Irgendwas passiert. Wer zum Teufel seid ihr? Hey, wo bringt ihr uns hin? Wer zum Teufel seid ihr, verdammt? Sobald wir Dr. Scurlock erreichen, werden all eure Fragen beantwortet. Zu spät. Wir schaffen es nicht mehr zum Arzt. Zurück, oder deine Leute sterben. Dann sterbt ihr mit ihnen. Ich bedrohe sie nicht, Arschloch. Ich versuche nur, sie zu retten. Was zur Hölle? Was genau ist da drin? Bitte, keine Angst. Mein Name ist Nathan Scurlock, Xenobiologe. Dr. Abraham Zahedi, kannst du uns vielleicht erklären, Zahedi? Was... Oh Mann, welch unerwartete Ehre. Ich habe die Arbeit deines Vaters verfolgt. Das heißt, solange es möglich war. Ich habe weniger Anspruch auf Ruhm. Doch wie ihr seht, habe ich einen Durchbruch erzielt, der uns gute Dienste leistet. Sag uns, wie es funktioniert.
Ja, ja, natürlich. Entschuldigung. Dieser Pilz war nicht immer so. Seine DNA wurde verändert. Meine Formel bewirkt nur, dass der Pilz sich selbst angreift. Hier können alle, die es bis zu uns schaffen, in Frieden leben. Mein Gegengift muss täglich injiziert werden. Ohne wagt sich keiner von uns weit vom Lager weg. Wir haben jeden Monat eine kleine Zeremonie. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Keine Veränderungen. Tut mir leid. Ich hoffe, dass der Rest deines Konvois heute Abend dabei ist. Wir haben nicht vor, lang zu bleiben. Oh, jenseits von hier lauert nur der Tod. Bis der Truck repariert ist, sitzen wir eh fest. Gut. Danke. Jakob. Hier, das habe ich im Wald gefunden. Das gehörte Cuthbert. Wir waren schon mal hier. Scheiße. Es kam mir gleich so bekannt vor. Ich dachte, es sind Skurlocks Spritzen. Aber wenn du dir keine Ersatzpumpe aus dem Arsch holst, kommen wir nicht weit. Ein Truck musste hier bleiben. Damals, beim ersten Sturm. Vielleicht kann ich ihn finden. Finden? Das war vor 30 Jahren. Nicht für mich. Das hält dem Gewicht nicht stand. Pass bloß auf, ja? Hier willst du nämlich ganz sicher... Bleib auf Distanz, dann tun wir das auch. Hast du den Neuen gesehen? Yo, sehen nach Ärger aus. Warum Känguru hergebracht hat? Hätte ich auch getan. Egal wer sie sind, wer von ihnen bedeutet wer von uns. Vielleicht sind da Costa oder Mercer hier. Sollte mich umhören, wenn ich das Rätsel um den Outriders Bunker lösen will. Hey du, Neuling. Hier rüber. Notizen. Jeder braucht doch mal das eine oder andere. Und ich mach dir einen guten Preis. Was darf's denn sein? Der Kalender mit dem Messer drin. Was ist damit? Verdammtes Pech ist das. Ich bin am Arsch, hab Schulden bei diesem Wichser. Sind die bald nicht bezahlt, spielt er Spielchen mit mir. Was für Spielchen? Gewinne ich, ist die Schuld bezahlt. Verliere ich. Bang. Aber niemand gewinnt sein Spiel. Ach, scheiße, was soll ich tun? Ich bin eh tot. Hey, könntest du mal mit ihm reden? Ich vertrete dich bei dem Spiel. Ich sehe mich nach dem Typen, um dem Mercer was schuldet. Bin gespannt, was der für eine Masche hat. Ich will Mercers Schulden zahlen. Warum kommt Mercer nicht selbst? Hat er kalte Füße gekriegt? Wenn ich verliere, zahlt er das Doppelte. Du denkst, du hast das Glück gepachtet, hä? Na, von mir aus. Elende Sauerei. Du bist verändert.
oder? Jetzt du. Ist nur eine Kugel, oder? Kein Problem. Ich? Zieh den Abzug. Sonst tue ich's. Damit hätten sich Mercers Schulden wohl erledigt. Der wird sich freuen. Was darf's denn sein? Schuld getilgt. Scheiße, hast mir das Leben gerettet. Hier als kleines Dankeschön. Die mache ich selbst. Nicht schlecht. Dein Großvater wäre stolz darauf. Du hast was an dir, das mich an jemanden erinnert. Jemand, den ich lieber vergessen würde. Was darf's denn sein? Schöner Mantel. Du bist ein Outrider. Dachte, die wären alle tot. Noch nicht. Wem hast du den geklaut? Das alte Ding. Von meiner Mutter geerbt. Ihr Alter war ein Outrider. Oh, Scheiße. Wer war er? Sein Name war Jack Tanner. Kanntest du ihn? Tanner war ein guter Mann. Er war mein Captain. Er starb, als er verhindern wollte, dass alle auf dieser Scheißwelt landen. Es ist mir eine Ehre. Na, er würde sich sicher im Grab rumdrehen, wenn er mich jetzt sehen könnte. Willst du jetzt was kaufen oder was? Dein Vater, Sergio Acosta, was ist ihm passiert? Du kennst ihn? Nur flüchtig. Tja, war erst schlau genug, den Dschungel zu überleben. Und dann so dumm es nochmal zu versuchen. Und das war allein meine Schuld. Was war? Also, meine Eltern waren echt besitzergreifend. Ich verbrachte mein ganzes Leben in einem Bunker. Wir bringen das größte Opfer für den Schutz der Menschheit, sagten sie. Aber weißt du was? Sie sagten mir nie, was wir da eigentlich beschützten. Irgendwann hat's mir gereicht. Bin abgehauen. Aber mein Dad ließ nicht locker. Er folgte mir, wollte mich finden. Mich retten. Vergebliche Mühe. Klingt ganz nach einem Outrider. Vor einiger Zeit stieß ein Späher im Dschungel auf die Überreste seiner Expedition. Aber ich konnte einfach nicht selbst dorthin gehen. Aber wenn du über sie stolperst, könntest du mir dann etwas mitbringen? Ein Bild meiner Mutter, das er an einer Kette trug. Ich werde nach ihm suchen. Komm wieder, wenn du Durst hast. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Jetzt weiß ich, wo ich Sergio Acosta finde. Und er hat vermutlich auch den Schlüssel zum Bunker. Eine Art Schrift. Ich habe nicht den Krieg, die Krankheit und die Lotterie überlebt. Hey, hey, hier drüben! Was haben wir in unseren früheren Leben getan, um das zu verdienen? Hier, dieses wäre sicher nichts davon über.
Erinnerst du dich an die Songs, die ich gespielt habe? Als wäre es gestern gewesen. Einige weiß ich auch noch auswendig. Bitte aufhören. Jakob, ja, ich meine das ernst. Jakob, over and out. Outrider, du glaubst gar nicht, wie viel ich von Dr. Skurlock schon gelernt habe. Lass dich nicht ablenken. Deswegen sind wir nicht hier. Aber wir sind unter anderem auch hier, um alle aus den Schützengräben zu retten. Könnten wir nicht einfach das Gegengift zu Shira bringen? Das würde alle, die das Gegengift herstellen, den Kopf kosten. Hier ist jeder ein Deserteur, schon vergessen? Oh, stimmt, das hatte ich nicht bedacht. Das Ding muss riesig sein. Das Teufelsvieh plagt uns schon eine ganze Weile. Tötet jeden, der sich zu weit rauswagt. Hat unser Blut geleckt. Wollt ihr echt so nah bei seinem Revier bleiben? Ich studiere seine Bewegungen, damit wir einen Bogen um das Biest machen können. Irgendwer muss was unternehmen. Ich bin übrigens Juno. Du, weißt dich offenbar zu wehren. Wenn du das Biest töten könntest, bevor noch jemand stirbt, würden wir für eine Belohnung sammeln. Das klingt gut. Bin dabei. Jede Minute, die dieses Vieh da draußen ist, sind meine Leute in Gefahr. Hey, du bist Juno, oder? Du bist schon eine Weile hier im Wald, richtig? Ja. Ich war dabei, als die Siedlung aus dem Nichts entstanden ist, aber... Das kann man wohl über jeden Ort auf Enoch sagen. Du scheinst dich mit den Monstern hier ja ganz gut auszukennen. Um das ich mich kümmere, muss auch Essen und Wasser auftreiben und dafür sorgen, dass die Leute Klamotten hin und wieder waschen. Irgendwann sind dann auch menschenfressende Scheißviecher nur ein weiterer Punkt auf der Liste.
Leicht gemacht. Juno will bestimmt deinen Kopf sehen. Wir haben es schreien gehört. Wie hast du das geschafft? Hab's gejagt. Hab's erlegt. Ja, so richtig mittelaltermäßig. Du... was? Mittelalter... das... war eine Zeit auf der Erde, als es noch so Sachen wie Ritter und Drachen... schon gut. Viel ist es leider nicht, aber... das ist für dich.